Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal zu einem weiteren Vanguard-Video und heute mit einem Thema, was sehr, sehr viele von euch interessieren dürfte und was sich natürlich auch der ein oder andere von euch schon gewünscht hat. Es geht um ein Thema, was uns eigentlich alle betrifft, wenn ein neues Call of Duty rauskommt. Und zwar geht es darum, wie levelt ihr in Call of Duty Vanguard eure Waffen am schnellsten, um einfach die Aufsätze freizuschalten, die Tarnung zu erspielen. Hierbei ist es natürlich so, dass man auch theoretisch einfach nur mit der Waffe spielen muss, seine Kills machen muss, um die Waffe zu leveln. Das ist theoretisch die einfachste Variante, um seine Waffen zu leveln, allerdings nicht die schnellste. Deswegen muss man auf jeden Fall da so ein bisschen darauf achten, was man spielt, speziell welchen Modus. Und natürlich auch so ein bisschen darauf achten, dass man das Ganze effizient levelt. Und deswegen habe ich natürlich für euch so ein bisschen geschaut, was man machen kann, um am schnellsten seine Waffen zu leveln, was die schnellsten Methoden sind und natürlich auch einfach die besten Modi sind, die man spielen kann. Wenn ihr die Tipps richtig anwendet und natürlich auch so ein bisschen Glück mit den Lobbys habt, das allgemein gut bei euch läuft, könnt ihr Waffen in 2 bis 3 Stunden auf Max-Level bringen. Bevor wir natürlich jetzt direkt loslegen mit den ganzen Tipps und Tricks, wie man seine Waffen levelt, falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, ihr nichts verpassen wollt, über Call of Duty Vanguard, über Warzone, über die besten Waffen und Klassen, lasst natürlich gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen und lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Und auch ganz wichtig, das ist natürlich auch so ein kleines Tipps und Tricks Video. Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt oder Tipps und Tricks habt, die man benutzen kann, um seine Waffe schnell zu leveln, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich denke, hier können wir uns auch gegenseitig so ein bisschen helfen. Und natürlich, falls ihr jetzt auch keine Streams verpassen wollt in Zukunft, wir sind sehr aktiv auf Twitch, schaut da gerne vorbei. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit den Tipps und Tricks für die Waffen. Let's go. Wir starten natürlich jetzt auch erstmal mit den ersten direkten grundlegenden Tipps und das ist natürlich der Tipp 1. Wenn ihr eine Waffe auf Max-Level spielen wollt, spielt auch wirklich erstmal nur diese Waffe. Versucht wirklich jeden Kill mit dieser Waffe mitzunehmen. Zieht den Grind mit dieser einen Waffe wirklich konstant durch und versucht wirklich alle Kills mitzunehmen, die ihr bekommen könnt. Wenn ihr damit am effektivsten sein wollt, wechselt natürlich auch so wenig wie möglich die Waffe. Versucht sehr wenige Waffen vom Boden aufzuheben, außer es geht natürlich nicht anders. Und versucht, wie gesagt, konstant diese eine Waffe zu spielen. Dann der zweite und auch sehr, sehr wichtige grundlegende Tipp ist natürlich auch, benutzt eure Doppelwaffen-EP und das natürlich auch so ein bisschen geschickt. Die meisten von euch werden das Ganze wahrscheinlich auch schon kennen, allerdings für die Spieler, die jetzt speziell komplett neu sind. Ihr habt die Möglichkeit, Waffen-XP-Token zu aktivieren, solange ihr natürlich welche besitzt. Und hier seht ihr natürlich auch die Doppel-XP-Codes, die Doppel-Waffen-XP-Codes und natürlich die Operator-XP-Token. Wie gesagt, das Einzige, was ihr hier machen müsst am PC, ist einfach auf Token ansehen oder für die Konsolenspieler natürlich auch einfach den linken Stick reindrücken. Und dort habt ihr natürlich auch die Waffen-XP-Codes, die Doppel-XP-Codes. Und hier ist natürlich auch ganz wichtig zu sagen, sobald ihr diesen Knopf drückt, dass ihr ein Token aktiviert, läuft die Zeit schon runter. Das heißt, ihr müsst das Ganze direkt vor dem Start der Runde machen, um natürlich nicht so viel Zeit zu wasten. Ich weiß wirklich bis heute nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass die Zeit einfach im Menü abläuft. So viel auf jeden Fall jetzt erstmal zu den beiden grundlegenden Sachen, die natürlich auch doch tendenziell ganz wichtig sind. Bevor wir jetzt allerdings zu den ganzen Modis rüberkommen, die man benutzen kann, um seine Waffen zu leveln, gibt es noch eine Neuerung, die jetzt mit Vanguard neu ist, die allerdings auch wirklich sehr, sehr hilfreich ist, denn wir haben natürlich auch wieder einiges Neues an Operatoren. Jeder der verschiedenen Operator hat seine eigene Lieblingswaffe. Das heißt, wenn ihr den Operator spielt, und dann speziell mit dieser Lieblingswaffe des Operators dann nochmal spielt, bekommt ihr nochmal einen Waffen-XP-Bonus, der dafür sorgt, dass ihr natürlich eure Waffe nochmal schneller leveln könnt. Wenn ihr zum Beispiel auf den Skin Polina geht, seht ihr natürlich, ihr habt hier auch diese Fortschrittsanzeige. Und hier könnt ihr zusätzlich natürlich auch zu den ganzen Waffen-XP, die ihr bekommt, wenn ihr mit der Waffe spielt, allgemein natürlich noch ein paar Aufgaben erledigen, um natürlich auch nochmal allgemein XP zu bekommen. Das Ganze kann auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig sein. Natürlich gibt es hier jetzt auch nicht jede Waffe, allerdings falls ihr zum Beispiel eine STG spielt, spielt euch den Roland frei oder falls ihr die MP40 spielt, spielt den Halima-Skin frei, um natürlich hier noch ein bisschen mehr Waffen-XP zu bekommen. Das Ganze kann sich auf jeden Fall lohnen, wenn man konstant damit spielt. Und ich denke mal so, wenn man jetzt 3 Stunden brauchen würde, theoretisch, würde man wahrscheinlich mit dem XP-Bonus so 2,5 Stunden brauchen, was natürlich schon ein guter Vorteil ist und natürlich auch einiges an Zeit spart. Falls da eine Waffe dabei sein sollte, die ihr jetzt allgemein spielen wollt, ist es natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Dann kommen wir zum größten und wichtigsten Thema und das ist natürlich der richtige Modus. Welchen Modus sollte man spielen, um die Waffe am besten zu leveln? Hier muss man auch einfach ganz klar verstehen, welche Varianten von Modis gibt es und natürlich jeweils, wie viel XP bekommt man pro Kill in dem Modus. In Black Ops Cold War war es ja so, dass man so die ersten 20, 30 Level wirklich extrem, extrem schnell im Zombie-Modus machen konnte. Das muss ich allerdings jetzt direkt schon sagen, ist dieses Jahr jetzt nicht wirklich so effektiv. Call of Duty hat mit Vanguard den Zombie-Modus so geändert, dass jetzt nicht mehr so viele Zombie-Horden hinterherrennen und irgendwie die ganzen Runden auch so ein bisschen langsamer gehen. Und zusätzlich dazu, pro Zombie, den man tötet, kriegt man 16 XP, 16 Waffen-XP. Was natürlich im Großen und Ganzen nicht wirklich viel ist. Wenn man das Ganze hochrechnet, ist das Ganze jetzt auch nicht so effektiv. Und dadurch, dass der Zombie-Modus allgemein so ein bisschen langsamer geworden ist und nicht so viel Action ist, was Zombies angeht. Weil so beim aktuellen Stand müsste man, glaube ich, 12.000 Zombies töten, um eine Waffe auf Max-Level zu spielen. Was schon wirklich auch sehr, sehr viel ist und auch einfach einiges an Zeit auch einfach an sich nehmen würde. Falls ihr eh auf die Zombie-Tarnung gehen wollt, könnt ihr natürlich das Ganze trotzdem machen. Grindet das Ganze so nebenbei ein bisschen.
um natürlich die Tarnung freizuschalten und eure Waffen auf Max-Level zu spielen. Der nächste Modus, den wir am Start haben, der ist wirklich so, was die Waffen-EP angeht, wirklich das Maß aller Dinge, so mit der beste Modus. Es geht um den Champions Hill-Modus, ein Modus, der jetzt vielleicht nicht jedem so gut in Erinnerung geblieben ist, da die Alpha wirklich, ja, nicht wirklich gut war. Allerdings bei Release ist das Ganze jetzt schon so ein bisschen deutlich besser geworden mit der Grafik, mit den ganzen Settings und so weiter, ist es auf jeden Fall besser geworden. Zusätzlich dazu bekommt ihr pro Kill, den ihr im Champions Hill macht, 400 Waffen-EP, was im Vergleich zum Zombie-Modus einfach gefühlt einfach 10-mal so viel ist. Die Sache hat allerdings einen Haken, und zwar ist es natürlich so, dass in verschiedenen Runden von Champions Hill natürlich auch verschiedene Waffen vorgestellt werden, die man kaufen kann. Und deswegen ist es auch so, dass man jetzt, wenn man eine MP40 zum Beispiel spielen will, jetzt auch nicht unbedingt jede Runde eine MP40 spielen kann. Falls ihr merken solltet, okay, eure Waffe ist nicht am Start, könnt ihr natürlich entscheiden, geht ihr raus, sucht ihr komplett neu oder wählt euch einfach eine andere Waffe aus, die ihr natürlich auch leveln könnt. So viel auf jeden Fall zum Champions Hill-Modus, und wenn man da so 10, 15 Kills mit genommen hat, hat man auf jeden Fall auch einiges an Waffen-XP. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Modus. Dann kommen wir zur letzten Variante, und das ist, denke ich, die Variante, die mit dem Champions Hill-Modus so die effektivste ist. Und zwar ist das der Blitz-Modus. Und hier sind natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass ihr etwas längere Modis nehmt, wie zum Beispiel Herrschaft, Patrouille und Stellung, in denen ihr in den Runden natürlich auch sehr, sehr viel Action habt. Hier ist wirklich auch der Schlüsselpunkt, dass ihr den Blitzmodus spielt, um natürlich auch einfach sehr, sehr viel Action zu haben, sehr, sehr lange Runden zu haben und natürlich auch viele Gegner zu haben, die ihr dann auch einfach erledigen könnt. Deswegen in meinen Augen, der Blitzmodus ist die beste Variante, um seine Waffen zu leveln, wenn man jetzt ganz normal spielen will. Man kann das Ganze natürlich auch in Hardcore machen, hier natürlich auch Herrschaft, Patrouille und Stellung, um natürlich lange Runden zu haben. Der Vorteil hier ist natürlich einfach, dass ihr eure Gegner einfach doppelt so schnell erledigen könnt, und wenn ihr in Hardcore klarkommen solltet, könnt ihr natürlich auch da gut eure Waffen leveln. Im Großen und Ganzen muss ich allerdings natürlich sagen, spielt den Modus, mit dem ihr euch einfach am wohlsten fühlt, mit dem ihr die meisten Kills in euren Augen bekommt und in dem ihr natürlich auch am meisten Action habt und natürlich auch tendenziell auch längere Runden habt. Und das wären jetzt auf jeden Fall so die besten ersten Anfänger-Tipps, um natürlich seine Waffen in Call of Duty Vanguard jetzt am besten zu leveln. Eventuell werden natürlich jetzt die nächsten Wochen noch ein paar Möglichkeiten mit Herausforderungen und so weiter kommen, die man natürlich auch so nutzen kann, um seine Waffen schneller zu leveln. Wenn ihr das Ganze jetzt auch clever kombiniert, zum Beispiel mit den Operatoren, mit den Doppelwaffen-EP oder natürlich auch mit den Modis, mit denen ihr am besten klarkommt, habt ihr so wirklich die beste Möglichkeit, die besten Voraussetzungen, um eure Waffe schnell auf Max-Level zu bekommen. Ich hoffe, ich habe das Video jetzt so relativ verständlich rübergebracht. Falls nicht, tut mir leid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, wenn ihr jetzt nichts über Vanguard verpassen wollt, keine Updates, keine Waffenvideos, lasst gerne auch ein Abo da, falls ihr neu sein solltet. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt viel Spaß beim Waffengrind. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.